jetzt. Hallo, wir fahren nach Lückscher, unserer eigenen Insel. Und ist es schnell? Ja! Ist es unsere? Das scheint unsere Insel zu sein. Das ist unsere! Oh nein. Foto. Alter, wie krass! Das war einfach alleine! Wir haben sogar die Unterwasserwelt entdeckt. Das kleine Haus hier vorne ist das Saunahaus und das dahinter unser Wohnhaus. Saunavorbereitungen. Natürlich muss ein bisschen Aufgusswasser aus dem Meer geholt werden. Und Morten hat gerade Feuer angezündet. Was hast du denn gerade gemacht? Ich hab Wasser eingefüllt. Ersten Wal- und Seelöwensichtungen von den Orlandinseln. War so eine Drehung? Das ist mein Lückscher Evening Sundowner Drink. Obwohl die Sonne jetzt noch nicht untergeht, habe ich Likör gemischt aus wilden Erdbeeren. Der schmeckt allein genommen sehr künstlich. Ziemlich viel Eis aus der Styrobox und natürlich aus meiner Lieblingsdose Cool Grape. Diesen Gemisch aus Gin und Grapefruitbrause. Oh, sehr lecker. So, wir machen nochmal einen kleinen Inselrundgang um Lückscher. Und die Kinder haben eine kleine Mission, nämlich Schlangen finden. Wir brauchen ungefähr eine Stunde, um die Insel zu umrunden. Da kann man sich vorstellen, wie groß oder wie klein die Insel ist. Es gibt viel zu entdecken. Man kann kleine Krebse finden, Federn, Knochen oder sogar Schlangen beobachten. Eine Äskulapnatter haben wir gesehen, ein Kreuzotter soll es geben und Blindschleichen haben wir gesehen. Werden wir sehen. Mama, wenn ich runter... Dann hörst du es schon knacken. Versuch mal. Ein paar Schwalbenkinder konnten wir 5 Tage lang in ihrer Kindheit begleiten.
Diese selbstgemalten Postkarten haben wir selbstverständlich auch verschickt. Und das ist unser Haus von innen. Papa hat eine Koje, damit er auch schön dunkel hat. Und dann nach 5 Tagen heißt es wieder Abschied nehmen. Wir fahren zurück.